Lichterloh, Lichterloh, Lichterloh. Heute unsere Sendung Lichterloh, mal wieder aus Indien, dieses Mal aus Pundi. Es ist unser eigenes Land Pundi, wo wir die ganzen Seminare haben, wo wir in wenigen, wenigen Jahren wirklich mit Gottes Hilfe, mit Gottes Segen so viel bauen konnten. Pundi ist ein Land, das von der Regierung als sehr trocken ausgewiesen ist und das nur von Regen überleben kann. Ich zeige euch einfach ein paar Bilder, wie Pundi so ausgesehen hat, als wir das Land gekauft haben. Und zwar im Jahre 2007. Ist das im November gewesen, im Jahr 2007. Und jetzt haben wir das Jahr 2012 und jetzt wachsen hier Bananenstauden. Reis und Bananen sind genau die Gewächse, die am meisten Wasser brauchen. Reis und Bananen. Und durch Gottes Segen, wir haben ja die letzten Sendungen über immer wieder gesprochen, an Gottes Segen ist alles gelegen. Durch Gottes Segen haben wir es preis dem Herrn schaffen können, hier Wasser herzubringen und hier Bananen anzubauen. Hier oben haben wir eine wunderschöne Bananenstaude, die gerade am Werden ist. Könnt ihr es sehen? Eine wunderschöne Bananenstaude haben wir hier oben. Halleluja! Wunderschöne Früchte, das sind ganz besonders gesunde. Wir haben in Indien über 200 Arten von Bananen und eigentlich nicht in diesem Land, aber nachdem wir hierher gekommen sind, Halleluja, ist der Segen Gottes auch hierher gekommen. Das ist, was geschieht durch ein Gotteskind. An Gottes Segen ist alles gelegen, Halleluja. Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf die Offenbarwerdung der Söhne Gottes. Was bedeutet das? Es bedeutet die Reifen. Söhne Gottes. Söhne Gottes sind die, die geleitet sind vom Heiligen Geist. Nicht alle. Es gibt Gottes Kinder. Okay, das sind so ein bisschen gut, du bist errettet und du lebst so ein Stückchen weit mit Jesus, aber du hast noch nicht richtig erfahren, was es bedeutet, vom Heiligen Geist geleitet zu werden. Die Schöpfung wartet sehnsüchtig. Das sehnsüchtige Harren der ganzen Schöpfung ist gerichtet auf die Offenbarwerdung der Söhne Gottes, deren, die durch den Heiligen Geist geleitet sind, die das Herz Gottes empfangen, die Pläne Gottes vom Himmel her hören und die Pläne Gottes auf der Erde durchsetzen. Halleluja! Und dieses Stück Land ist wirklich einfach ein Zeichen und ein Zeugnis dafür. Und darum möchten wir euch heute ein bisschen mit reinnehmen. An Gottes Segen ist alles gelegen. Sogar für die Schöpfung, sogar für die Natur. All das, was hier fruchtbar gemacht wird, all das, was hier Wasser bekommt und Leben bekommt. An Gottes Segen ist alles gelegen. Halleluja! Lichterloh! An Gottes Segen ist alles gelegen. Das hier ist der nächste Teil von unserem schönen Garten. Ihr könnt sehen hier, dass das sind Guavas. Guavas. Das sind ganz spannende Früchte hier. Könnt ihr ein paar riesig große sehen davon. Die sind gerade noch am reif werden. Da sind solche Riesenteile, also sind größer als du sie normalerweise auf dem Markt kaufen kannst. Klar, unser Land ist ein gesegnetes Land. Halleluja! Und das hier ist ein Teakbaum. Ihr kennt das teure Teakholz. Wir haben ein paar Bäume hier gehabt, die am Anfang schon hier waren. Und jetzt vermehrt sich das Teak aber interessanterweise alles erst, nachdem wir hierher gekommen sind. Diese Teaks, genau wie es im ersten Mose Vers 1 heißt, die vermehren sich einfach nach ihrer Art. Wir brauchen nichts dazu zu tun. Ganz, ganz, ganz interessant. Die Bäume, die sich hier von alleine pflanzen, die wachsen auch ganz von alleine, ohne dass wir uns um Wässern oder sonst was bemühen müssen. Das hier ist also eine wunderschöne, teure Teakpflanze, aus der man Möbel machen kann. Und hier, haben wir diese wunderschönen großen Guavas. Das sind recht kleine noch. Und den Baum da drüben habt ihr bessere, größere. Guck mal, Lassen, can you come with me? Ja, Sanja. Hier haben wir einen Mangobaum. Ein riesengroßes, wunderschönes Mangoteil. Wir haben noch ganz, ganz viele davon. Die zeige ich euch dann später. Und hier, auf diesem Weg hier, bin ich mal nachts runtergelaufen und latsche so schön und schuh meinen Fuß hierher und ein so großes Stück etwa vor meinem Fuß kam gerade eine Schlange des Weges, gut einen Meter lang, etwa so dick, eine richtig schöne Giftschlange. Aber sie hat höflich darauf gewartet, dass wir vorbeigegangen sind und kein Problem gehabt. Halleluja! Wir haben Autorität bekommen, auf Schlangen und Skorpionen zu treten. Die gibt es hier bei uns alle, aber da kann man gut dran üben, Glauben zu bewahren. Halleluja! An Gottes Segen ist alles gelegen. Leben mit Jesus ist herausfordernd, aber es macht Spaß und es bringt Segen nicht nur zu uns, sondern zu allem und allen um uns herum. So
Jesus, seien Sie gesegnet mit dem Segen Gottes. Amen. Okay, Halleluja. Jetzt sind wir gerade in unserem Gemüsegarten. Ich habe leider vergessen, wie die Teile hier auf Deutsch heißen. Hier heißen sie auf Englisch jedenfalls Brinjal. Und hier, das ist was es bei uns nicht gibt. Das sind alle möglichen Gold-Sachen. Da haben wir immer noch täglich unsere wunderschönen Gemüse selber ernten. An Gottes Segen ist alles gut. Okay, wie versprochen, die Fotos von früher. Das war einer unserer wunderschönen Bäume, die wir heute haben. Und so sah es aus, als wir hier ankamen. Im Jahr 2007, 2008, hier seht ihr dann schon die ersten Anfänge von Baumaßnahmen. Unser erster Mangobaum. Das hier waren die Stromleitungen, die wir auch selber erst legen mussten. Das ist das Stromhäuschen und die erste Hütte neben dem Auto, könnt ihr sehen. Also ihr seht, es sah sehr interessant aus. Da hinten schon die ersten Bauten. Toiletten war das erste, was wir gebaut haben. Und die ersten Bäume, die wir gepflanzt haben, das sind die Toilettengebäude. Ihr seht, es war eine Wüste. Hier dann Kran und das große Gebäude, Anfang der Baumaßnahmen. Hier seht ihr schon einige der ersten Gebäude, hinten die Toiletten und die ersten. Das war unser erstes Häuschen, wo unser Wachmann gewohnt hat, schon mit Steinen. Das hier ist die Grundsteinlegung. Das war eine ganz große Aufregung, eine spannende Sache. Da haben wir den Grundstein gepflanzt. Ihr seht immer noch Wüste, Wüste, Wüste. Ja, und hier sind sie am Bauen. Ihr seht hinten die Dornen und die Disteln. Ja, so wurde in Indien gebaut. Das war unser erstes Meeting, was wir da hatten, um den Grundstein eben zu legen. Und das sind unsere tollen Toiletten, die wir gebaut haben, das erste Gebäude auf dem Land. Ja, und so sieht's heute aus. Halleluja, nachdem der Segen Gottes gekommen ist. Unser erster Wasserbrunnen, Bohrbrunnen, hat hier so schönes Wasser gemacht. Und das sind die Seminare, die wir heute durchführen. Halleluja! Und ja, wie ihr seht, die ganze Schöpfung wartet auf die Offenbarwerdung der Söhne Gottes. Nicht nur die Menschen, auch die Tiere. Guten Abend, ich bin Thorsten aus Deutschland. Ich habe Benita und Ezekia durch einen Zufall kennengelernt, aber das heißt, es gibt ja keine Zufälle. Und zwar hatten wir damals im Hauskreis das Thema Neuer Bund durchgemacht, kam aber mit der Erklärung, wie es in dem Buch behandelt wurde, nicht zurecht. Bin dann zu meinem geistlichen Mentor gefahren und habe zu ihm gesagt, du, kannst du mir das erklären, was jetzt der Neue Bund ist? Hat er gesagt, ja, das ist nicht ganz einfach, aber ich habe da eine MP3-Reihe von Benita und Ezekiel Francis von 2008 in Schwäbisch Gmünd. Hör dir das mal an. Habe ich dann auch gemacht. Es war dann ein bisschen schwierig, da sich in das Englisch reinzuhören, aber es hat mir dann so gut gefallen und hat mich weitergebracht und ich habe es dann monatelang gehört und dann habe ich gedacht, Mensch, den Mann musst du doch mal kennenlernen oder beziehungsweise das Ehepaar musst du doch mal kennenlernen. Und ich bin sonst nicht der mutige Mensch, der dann einfach so irgendwo in weites Land fliegen würde, also jetzt nach Indien. Und über Bekannte ist dann der Kontakt zu Benita hergestellt worden. Und dann bin ich wirklich im Februar 2011 nach Chennai geflogen, hat alles gut geklappt. Und da ich dort einer der wenigen Ausländer war, bin ich dann nach vorne gerufen worden. Ich sollte dann Zeugnis abgeben, auch warum ich hier bin. Und dann bin ich nochmal von der gesamten Gruppe gesegnet worden, frisches Wasser nach Deutschland zu bringen. Ja, das hat Auswirkungen gehabt. Meine Frau und ich haben dann ein Seminar geleitet und jetzt ohne diesen Segen wüsste ich nicht, wie das hätte laufen sollen. Ja, Hauskreisarbeit hat sich verändert, ist viel freudiger geworden. Auch die Ehe von meiner Frau und mir ist wieder so ganz neu geworden, als ob wir frisch verheiratet wären und dass Jesus neue Liebe gibt. Also wenn ihr was erleben wollt, besucht Seminare von Benita und Ezekiel Francis und am besten besucht sie in Indien. Ja, was kann man denn bei uns dann so erleben? Man kann bei uns Gott erleben. Gott an der Arbeit. Halleluja. Im Moment haben wir hier eine Frauenschule des Heiligen Geistes. Das ist gar nicht so einfach in Indien. Das ist das zweite Mal, dass wir sowas durchführen, dass Männer überhaupt ihre Frauen da kommen lassen. Und es ist so viel Schmerz, es ist so viel tiefe Verletzung in diesen Frauen. Ich weiß nicht, ob ihr ein bisschen was wisst von der indischen Kultur. Es ist ja da so, dass Frauen die Mitgift in die Familie mitbringen müssen.
Und deshalb werden viele Frauen abgetrieben, wenn man feststellt in der Mutterleib, dass es ein Mädchen ist. Und hier könnt ihr einfach sehen, wie Gott an der Arbeit ist und sie heilt und zu ihnen spricht in tiefen Gebetszeiten. Wir haben natürlich auch viel Lehre und viel Lobpreis. Wir haben auch Arbeitseinsätze, wir haben Gymnastik. Wir versuchen, so wie Jesus gekommen ist, den ganzen Menschen gesund zu machen. In Geist, in Seele und im Leib. Wir versuchen, alle Bereiche anzurühren. Hier sitzen sie einfach im Gebet und in der Stille hören vor Gott und empfangen vom Heiligen Geist. Wir können einfach sehen, wie Gott an der Arbeit ist, Menschen anrührt und Menschen verändert. Ja, die Frauen werden total verändert zurückgehen. Ihr habt ja gesehen in unseren Nachrichtenbriefen schon viele Zeichen und Wunder geschehen hinterher durch die Männer oder die Frauen, die aus solchen Schulen hervorkommen, bis zu Totenauferweckungen, was alles in der Bibel steht. Hier könnt ihr sehen, wie der Heilige Geist mehr und mehr wirklich Herrschaft übernimmt über diese Frauen, die das eben zulassen. Das ist ein Punkt, den wir in Deutschland recht wenig haben. Ihr seht diese Schwester hier, die lässt sich wirklich vom Heiligen Geist einfach bewegen. Sie lassen sich wirklich fallen in die Hände Gottes, dass Gott in ihnen wirken kann. Das ist das Wunderbare hier in Indien. Und deshalb sehen wir hier Erweckung und viele Zeichen und Wunder. Ja, und hier hat jetzt die Freude angefangen. Wenn der Schmerz erstmal draußen ist, dann passt die Freude nämlich rein. Und die Bibel sagt ja, die Freude am Herrn ist unsere Kraft und unsere Stärke. Halleluja. Hier sehen wir, wie diese Frauen sich wirklich geöffnet haben, Gott in ihnen wirken zu lassen. Ja, und dann kommt eben sowas hervor. Halleluja. Sie lachen sich wirklich kringelig. Wir haben ja all diese Ausdrücke. Sie lachen sich kaputt. Sie haben hinterher alle Bauchschmerzen. Ja, und dann zwischendurch wieder solche Zeiten hier, wo wieder die tiefe Heilung geschieht, wo der Heilige Geist ganz, ganz, ganz tief reingeht. Die Lachzeiten sind häufig die Zeiten, wo die Menschen geöffnet werden, damit dann der Heilige Geist weiterwirken kann. Boah, es bricht mir das Herz, das zu sehen. Stellt euch vor, was diese Frauen durchgemacht und mitgemacht haben. Wir haben erlebt, dass Pastoren ihre Ehefrauen zwingen, Abtreibungen zu machen und die wildesten Sachen. Das passiert sicher nicht nur in Indien, auch anderswo. Aber der Schmerz, den Frauen haben, die Bibel sagt ja, dass Gott eben Feindschaft setzen wird zwischen Satan und die Frau. Und das sieht man deutlich, wie Satan die Frauen hasst. Es ist uns ein solches Vorrecht, eine solche Ehre und Freude, diese Frauen bei uns haben zu dürfen und zu sehen, wie sie Stück für Stück verändert werden, aufgebaut werden, wie aus diesen schmerzgezeichneten Gesichtern plötzlich fröhliche Gesichter werden, wie sie lachen können. Hier, sie lachen sich mal wieder kringelig. Es ist herrlich zu sehen. Sie haben jetzt angefangen, auch ihre Arbeitsnachmittagseinsätze im Garten hier mit Singen und mit Freude und mit Liedern und mit Tanzen zu machen. Täglich kommt mehr Freude rein. Das ist nur ein Monat, aber der Monat ist absolut lebensverändernd. So, hier, was kann man dazu sagen? Nur ein einziges kann man sagen, und zwar danke, Jesus. Moses. Mose. 120 years he lived. Hat 120 Jahre gelebt. That is the shortest life in the Old Testament. Das war die kürzeste Lebenszeit im Alten Testament. 120. The Bible says. Die Bibel sagt. His eyes were not dim. Seine Augen waren nicht trübe geworden. And his vigor. Und seine natürliche Kraft. Was not diminished. Hat er nicht abgenommen. It's up to you, which one you're going to take. Also es liegt völlig in dir. Was willst du jetzt annehmen? Deuteronomy 34:7. Mose, 34, Vers 7. Get into that miracle life. Du, geh rein in dieses Wunderleben. Say yes, Lord. Sag einfach ja, Herr. Thank you for your enthusiasm. Don't talk like that. Red nicht länger wie der andere. Don't think like a normal man. Denk nicht wie ein normaler Mensch. Think like, no. Sag einfach, nee. I'm a miracle man. Ich bin ein Wundermensch. Because God lives in me. Weil Gott in mir lebt. I'm not a citizen of this world. Ich bin nicht ein Bürger dieser Welt. I'm a citizen of heaven. Ich bin ein Himmelsbürger. Amen. Himmelsbürger. Peter. Petrus. Was ein Expert Fisherman. Er war Experte im Fischen. The whole night he toiled to catch fish. Die ganze Nacht hat er geschuftet, um zu fischen. He got nothing. Hat absolut null gefangen. Absolut. Absolut null. Absolut null. And Jesus came. Und Jesus kam. Peter was washing the net. Petrus hat die Netze ausgewaschen. Absolut nicht.
Jesus came. Jesus kam. He said, Peter. Sagte Petrus. Launch out into the deep. Geh, fahr hinaus aufs Tiefe. Let down your nets. Und lass deine Netze herab. Peter scratched his head. Petrus hat sich am Kopf gekratzt. It's in my Bible, not in your Bible. Das steht in meiner Bibel. Weißt du, was ich sage? He scratched his head. He said, Jesus. Jesus. What do you know about fishing? Ja, was weißt denn du schon über das Fischen? You are a carpenter. Du bist doch ein Tischler. I'm a fisherman. Aber ich bin Fischer. From my childhood. Von Kindheit. I went all through the night. Ich habe die ganze Nacht durchgearbeitet. I threw my net everywhere. Hab überall die Netze ausgeworfen. Got nothing. Hab nichts gefangen. But. Aber. Aber. That's a powerful word. Das ist ein ganz mächtiges Wort. Aber. Aber. Naturally. Vom Natürlichen her. Ja, this is so. Ja, es ist nun mal so. Aber. Aber. I'm not a natural man. Ich bin schließlich kein natürlicher Mensch. And you're not a natural person. Und du bist auch kein natürlicher Mensch. Your word. Dein Wort. Is not natural. Ist nicht natürlich. He said. Er sagte. At your word. Auf dein Wort hin. I throw my net. Werde ich meine Netze auswerfen. You know the miracle. Und du weißt ja das Wunder. So great much to the fish. So eine große Menge Fische. He could draw the net. Er konnte das Netz gar nicht mehr einziehen. He's signaling the other boats. Er hatte andere Boote hergewinkt. They brought their boat. Und sie haben ihre Boote gebracht. They filled both the boats. Haben beide Boote erfüllt. And both the boats were sinking. Und beide Boote waren schon am Untergehen. So shocked. Er war so geschockt. The Lord told me to tell you. Der Herr hat mir gesagt, ich soll euch sagen. Tell my people. Sag meinem Volk. They worked hard. Sie haben hart gearbeitet. They poured out. Sie haben ihr Leben ausgegossen. Now they are hopeless. Jetzt sind sie hoffnungslos. Exhausted. Sie sind erschöpft. Tell them. Sag ihnen. There is another life. Es gibt da ein anderes Leben. It's a life that lives by the word of God. Ein Leben durch das Wort Gottes. By the miracles of God. Durch die Wunder Gottes. Will you say yes, Lord? Kannst du dazu sagen, ja, Herr? Ja. Which life you want? Was für ein Leben willst du denn, Gott? Ah. It's a typical German voice. Das ist eine typische deutsche Stimme. Ah, danke. No, no. Another life. Ein anderes Leben. At your word. Auf dein Wort hin. Ja. Bam. Bam. There is a miracle life. Das ist ein Wunderleben, das gibt's. There is a miracle provision. Es gibt so eine Wunderversorgung. There is a miracle energy. Es gibt Wunderenergie. Thank you for your enthusiasm. Hallelujah. The Lord told me to tell you. Der Herr hat mir gesagt, ich soll dir sagen. Believe me, I am a prophet. Glaub mir, ich bin ein Prophet. I need not give prophecy to 1, 2, 3. Ich brauche nicht 1, 2, 3 Leuten private Prophetie geben. What God tells me in the room. Was Gott mir im Zimmer sagt. I deliver it. Das gebe ich weiter. I'm inviting you. Und ich lade euch ein. There is a miracle life. Es gibt ein Wunderleben. Get into that. Geh da rein. There is a supernatural life. Es gibt ein übernatürliches Leben. Get into it. Geh da rein. That's a different life. Es ist ein ganz anderes Leben. That's a life of surprise. Ein Leben voller Überraschungen. If you want to choose the natural life, wenn du das natürliche Leben erwählen möchtest, it's okay. Ist dein Problem. Then there is another life. Es gibt auch ein anderes Leben. There is a healthy life. Es gibt ein gesundes Leben. The world will say, die Welt sagt, this is lacking, das fehlt, Calcium lacking, Calcium fehlt, you are old, und du bist inzwischen alt, Hormone deficiency, und Hormone sind auch nicht genug mehr da. Yes, it's true. Okay, wahr. 100% true. Ist 100% wahr. But there is another love. Aber es gibt noch ein anderes. There is another life. Es gibt ein anderes Leben. There is a miracle healing. Es gibt Wunderheilung. There is a miracle life. Es gibt ein Wunderleben. I see. Every time my wife prays, I hear so many miracles. Jedes Mal, wenn meine Frau betet, hören wir so viele Wunder.
in der Zeit? 2 weeks ago we were in Gießen. Vor 2 Wochen waren wir in Gießen. One man came. Kam ein Mann, der andere. And he can't open the eyes fully. Er konnte ein Auge nur halb aufmachen. She prayed. Sie hat gebetet. In front of everybody. Und vor allen. Eyes became so big. Wurde das zweite Auge genauso groß wie das erste. We have the video. Wir haben das Video. That is a different depth. Es gibt eine andere Tiefe. God says, come. Gott sagt, komm. Into the depth of miracle life. Komm rein in die Tiefe des Wunderlebens. Come. Komm rein. Into the depth of the healing river. In die Tiefe von diesem Heilungsstrom. We read it in John 5. Wir lesen es in Johannes 5. Peter fishing, you can see it in Luke chapter 5 from verse 1 to 15. Wie Petrus fischen geht, kannst du lesen in Lukas 5, Vers 1 bis 15. Now here we see John 5, 1 to 11. Und hier sehen wir Johannes 5, 1 bis 11. Jesus came to Jerusalem. Jesus kam nach Jerusalem. And there was a pool of Bethesda. How many have you heard about pool of Bethesda? Da war der Teich Bethesda. Wie viele haben davon gehört? Teich Bethesda? Okay, that's the hospital we have. Wir haben Krankenhäuser, die heißen Bethesda. It was a small pool. Und das war aber ein kleiner See da. Great multitude of lame, paralyzed, deaf, dumb, blind were surrounding that pool. Eine große Menschenmenge von Blinden, Lahmen, was noch alles, Tauben, Stummen, also alles möglichen Krankheiten um diesen See herum. They were all waiting. Auf den Teich und haben alle gewartet. Everybody say wartet. Sagen alle gewartet. Alle gewartet. Alle gewartet. Say alle gewartet. Sagen sie haben alle gewartet. They were waiting. Haben gewartet. Hoping. Haben gehofft. You know what was their hope? Weißt du, was ihre Hoffnung war? One time the angel will come. Irgendwann mal wird ein Engel kommen. When nobody knows. Wann weiß keiner. And he will stand the water. Und er wird das Wasser rühren, aufrühren. And the first person who gets in. Und die erste Person, die dann reinkommt. Will be healed. Der wird geheilt. Imagine the life. Stellt euch vor, was für ein Leben. Indefinite. Du hast nie eine Ahnung, wann was vielleicht passieren könnte. Und eines Tages. I'm waiting. Ich warte. There are many people here. Warte. Es gibt hier jede Menge Leute, die sagen, ich warte. 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 Die Leute warten. And one person will jump. Einer springt da rein. He must be very smart. Der muss natürlich der schnellste und schlauste von allen sein. I know Germans celebrate smartness. Ich weiß, ihr Deutschen seid ganz begeistert von schnell sein und schlau sein. You celebrate performance. Ihr feiert es, wenn jemand ein guter Performer ist, ne? Wenn ich was drauf hat, schnell ist und so. So one person has to push. Also einer muss da zack vorangehen. That's one life. Das ist das eine Leben. There is another life. Es gibt aber auch ein anderes Leben. Jesus came. Jesus kam. He said, do you want to be healed? Also willst du gesund werden? Know what did he say? Weißt du, was er sagte? 38 years. 38 Jahre. Waiting. Waiting. Warte. 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 38 years. 38 Jahre. And he said, nobody to take me. Und er sagte, ich habe keinen, der mich da reinführt. Jesus said, get up. Jesus sagte, steh auf. Walk. Und wandle. He took the word. Und er hat das Wort genommen. Took the bed. Hat sein Bett aufgenommen. Went to the home. Und ging nach Hause. Thank you for your Jesus. Listen to me. Hör mal zu. I want to encourage you today. Ich möchte dich heute ermutigen. Healing. Heilung. Is not a pool. Ist nicht so ein Teich. Somebody comes and stands. Wo irgendwann jemand kommt und den aufrührt. Now. Sondern jetzt. There is a river. Ist ein Strom. You sang that. Ihr habt es ja gesungen. There is a river. Da ist ein Strom. That river. Und dieser Strom. Is in the temple. Der ist im Tempel. How many of you are temple of God? Wie viele von euch sind Tempel Gottes? Wow. Oh, wow. The healing river. Der heilige Strom. Is in you. Der ist in dir. Who is the healing river? Wer ist denn der heilige Strom? Heiliger Geist. Holy Spirit. Holy Spirit. Der heilige Geist is a healing spirit. Ist ein heilender Geist. Where is he? Und wo ist er? Right inside. Er ist mitten in dir drin. Oh, Halleluja. Heaven is in my heart. Come on. Okay. Oh,
Ach, one day. Eines Tages. There is another life, my beloved. Meine Liebe, es gibt da ein anderes Leben. There is a river in you. Es gibt einen Strom in dir. Holy Ghost. Das ist der Heilige Geist. Ezekiel 47. Ezekiel 47. 8 and 9 says. 8 und 9 heißt es. Wherever the river goes. Wo auch immer dieser Strom hingeht. When the river went into the sea. Als der Strom ins Meer floss. Waters were healed. Wurden die Wasser geheilt. That river is inside. Und dieser Strom, der ist in dir drin. Are you here? So da. Are you listening? Hörst du mir zu? How many of you remember Naaman? Wie viele von euch erinnern sich an Naaman? You know him? Ihr kennt ihn? Did you see him in a vision? Habt ihr ihn schon mal in einer Vision gesehen? Naaman. He was a leper. Er war aussätzig. Went to Elisha. Er ging zu Elisa. Elisha didn't even come outside. Elisa kam noch nicht mal raus. He said. Er sagte. Let him go to Jordan. Lass ihn an den Jordan gehen. Seven times let him dip and come to. 7 Mal untertauchen und wieder zurück. Was so upset? Er war wütend. He said, what? Was soll das? German rivers are better than Indian rivers. Die deutschen Flüsse sind viel besser als eure indischen Flüsse. For him, because his country is a very big country. Für ihn, weil sein Land war ein sehr großes, schönes Land. Why should I go deep? Warum soll ich jetzt da rein mich untertauchen? His servant told him. Aber sein Diener sagte ihm. Sir. Sir. If the prophet has told you something big. Wenn der Prophet dir was ganz Schwieriges gesagt hätte. You would have obeyed. Hätten sie doch sicher gehorcht. Okay, small things obey. Naja, so eine kleine Sache könnte doch auch gehorchen. Water baptism obey. Wassertaufe, gehorche. Speaking in tongues obey. Sprachen reden, gehorche. Okay, he went. Okay, er ging. 7 times. 7 Mal. 7th time. Und beim 7. Mal. Completely healed. War er komplett geheilt. His flesh became like a flesh of a child. Und sein Fleisch sah aus wie ein Kind, Babyfleisch. Another thing I want to tell. Noch was möchte ich dir sagen? It's for you. It's for me. Es ist für dich und auch für mich. There is a healing river. Da gibt's einen Heilungsstrom. That can heal my body, my mind, even my past memory. Der meinen Körper heilen kann, meinen Verstand heilen kann, sogar meine uralten Erinnerungen. Any traumas here. Jegliche Art von Traumata. Any disappointments in the mind. Jegliche Art von Enttäuschungen im Verstand. There is a river. Es gibt da einen Strom. That can erase it. Der kann das alles auslöschen. Come into that. Komm da rein. Wenn ich die